niemals gedacht, dass Sandbogen bauen so anstrengend ist. Aber eine beunruhigende Sache gibt es trotzdem doch. Es gab nämlich hier eine Meldung, dass in diesem Hotel das Coronavirus rumgeht. Ich würde sagen, Leute, es gibt einen klaren Gewinner, würde ich sagen. Und das ist die Sandburg-Nummer. It's me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Ich begrüße euch ganz herzlich und heiße euch willkommen zur Judo-Stunde mit Kim. Sieht so aus, als würde ich Karate machen oder in einem Spa-Bereich chillen? Gar nichts von beiden. Dann lassen wir das lieber mit diesem weißen Bademantel. Aber er lässt auf jeden Fall schon mal darauf hindeuten, wo wir gerade sind. Denn wie ihr seht, sind wir nicht in unserem normalen Van, sondern in einem schönen Raum. Mit einem wunderschönen Bett. Und das ist so geil. Wir haben eine Nacht hier in diesem Bett verbracht. Wir haben uns eine Hotelnacht gemietet. Leute, wir hatten ein Klo. Man konnte auf dem Klo sitzen und Geschäfte verrichten, ohne dass man von anderen gestört wird. Wir zeigen euch einmal ganz kurz schnell unser Zimmer. Es ist überheblich. Erstmal den Ausblick, der ist geil. Hier in meiner Büroecke kann man einmal diese schwingende australische Flagge sehen. Man sitzt hier so in der Regierung und denkt sich so, wow, okay, wie kann ich dieses Land noch bereichern? Und dann dreht man sich um, arbeitet an seinem Laptop. Einfach ein geiler Schreibtisch hier. Und dieser ultraflache HD-TV. Wir haben da gestern SpongeBob drauf geguckt und es war so richtig Kindheit. Aber eine beunruhigende Sache gibt es trotzdem. Doch. Es gab nämlich hier eine Meldung, dass in diesem Hotel das Coronavirus rumgeht. Ich würde sagen, Leute, gehen wir erstmal an die Minibar. Darauf erstmal ein Corona, ne? Unser Tag ist voll bepackt. Maurice und ich werden nämlich heute in einem sehr krassen Battle gegeneinander antreten. Und zwar, was werden wir machen? Werde ich für eine Sandburg bauen. Ich habe eine sehr traumatische Beziehung zu Sandborden. Ja, meine wurden früher immer zertreten. Seitdem mache ich das auch immer. Wenn ich nämlich ein Kind sehe, was eine Sandburg baut, dann gehe ich immer so zum Schrank. Bam! Zertrete die. Aber ich. Ja, genau. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir packen gleich unsere Sachen. Davor werden wir aber natürlich noch das Hotel nutzen, denn wir werden jetzt hier Tennis spielen gehen. Wir waren letztens bei den Tennismeisterschaften und seitdem sind wir so, ja Mann, das können wir auch. Jetzt haben wir uns hier Schläger und Ball ausgeliehen. Dann würde ich sagen, kann das Match beginnen, oder? Ja. Alright, wir sind am Tennisplatz angekommen. Es ist einfach über den Dächern. Ey, das sieht so cool aus gerade. Über den Dächern von Adelaide, das ist so krass. Und hier wird jetzt die Weltmeisterschaft im Hefe-Tennis stattfinden. Ey, seitdem wir diese Weltmeisterschaften gesehen haben, bin ich so ready. Guck mal meinen grandiosen Aufschlag, okay. Das sah richtig professionell aus. Sag ich doch. Gestern Nacht habe ich mir noch heimlich YouTube-Tutorials, währenddessen Maurice geschlafen hat, reingezogen. Und seitdem bin ich so eine... Guck mal, ich kann sogar meinen Schläger schon so drehen. Sehr anstrengend. Und wie kann man seine Energie wieder auftanken? Indem man was Leckeres essen geht. Ich würde sagen, ich hole uns mal was Leckeres zu essen. Und dann habe ich einen coolen Punkt hier rausgesucht im Hotel, wo wir das zu uns führen können. Maurice ist oben und schneidet gerade die Videos im Hotelzimmer. Dieser Tag ist einfach super sportlich. Ich bin heute Morgen um 6 aufgestanden, wirklich. Das habe ich noch nicht einmal hier in Australien gemacht und bin direkt zum Fitnessstudio gegangen, um mein Speck wegzutrainieren, ja? Wir werden ja in einem Monat noch mal weiter verreisen und bis dahin möchte ich meine Frühlingsrollen von meinem Bauch wegtrainiert haben. Ich kann es auch überhaupt gar nicht eigentlich auf Essen zu verzichten, aber wir ziehen das jetzt gerade voll durch. Ihr könnt das auch auf Maurice-Channel sehen. Da zeigen wir euch einmal, was wir essen und wie wir unsere Ernährung durchziehen. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich war gerade in dem Laden hinter mir und das Food ist geholt. Ich liebe eigentlich selber kochen, aber hier in Australien ist es ein bisschen tricky mit unserem Van. Aber jetzt gibt's Food und ich freue mich so sehr. Level. Ready for food? Ja. Wir trainieren nicht einfach nur hier auf diesem Hotelfloor, sondern wir gehen auf meinen Lieblingsfloor und zwar, wo ich schon immer hingehört habe, ins Gymnasium. Ich weiß nicht, warum das da steht. Ich glaube, die meinen einfach Fitnessraum. Vielleicht sagt man auch Gymnasium. Ich weiß es nicht. Aber es gibt einen Pool. Das ist nicht normal. Also setz dich hin und wir genießen hier unser Food. Diese wundervolle Bowl. Super leckere, knackige Sachen. Wir fuhren jetzt erstmal und dann müssen wir uns langsam mal Gedanken darum machen, woher wir unser Sandbau-Equipment bekommen. Wir müssen uns verabschieden von diesem wunderbaren Hilton-Hotel. Maurice, ich möchte nicht gehen von hier. Es ist richtig schön. Ja, wir können noch in unseren 5-Sterne-Bus. Bevor das ganze Spektakel beginnt, habe ich noch ein Geschenk für dich. Oh, danke schön. Gerne. Weißt du, was es ist? Nein. Das ist übrigens nur der Müll, den ich gerade zusammengepackt habe als Geschenk. Ja, ich habe mich voll gefreut, Mann. So, Leute, jetzt kommen wir zum Hauptteil des Videos. Und zwar werden wir beide eine Sandburg bauen. Und zwar wird Maurice alleine eine bauen und ich werde alleine bauen. Und es wird am Ende auch einen Gewinner geben. Und zwar der, der dann am Ende die schönste Sandburg gebaut hat. Und wir entscheiden das nicht einfach selber, sondern wir lassen das neutral bei Instagram entscheiden. Also wir starten da eine Umfrage. Ich bin sehr gespannt. Wir sagen natürlich nicht, von wem welche ist. Dafür braucht man ja auch gewisse Utensilien. Wir bekommen auf jeden Fall eine Stunde Zeit. Jeder bekommt eine Kamera, also kann seine Zwischenschritte filmen. Und wir gehen jetzt einmal hier in diesen Laden hinter uns, um sowas wie vielleicht Schaufeln zu kaufen. Vielleicht brauchst du auch was anderes. Jeder darf sich auf jeden Fall 3 Sachen aussuchen. Mit denen darf er dann die Sandburg bauen. Ich brauche ein paar Muscheln. Da ich ja der Kreativere von uns bin, dachte ich mir, hey, ich mache wirklich was richtig Kreatives und kaufe vielleicht solche Flaggen, solche Australien-Flaggen, die ich dann auf die Sandburg am Ende stecken kann. Also ich setze eher so
auf Dekoartikel. Mal schauen, was ich noch so finde. Also ich werde mir auf jeden Fall einen Eimer holen, eine Schaufel und das dritte weiß ich noch gar nicht. Ich habe auch noch diese coolen Party-Shot-bunten Gläser gefunden. Die kann ich zum kleinen Türmchenbaum benutzen. Ich glaube, damit komme ich nicht so weit. Okay, ich brauche eigentlich auf jeden Fall noch eine Schaufel. Okay, ich weiß meine dritte Sache. Hier ist so ein Truck und den kann man elektrisch steuern und den lasse ich dann immer halt zum Meer fahren und dann kann der sich halt so vollgraben und dann kann er mir immer den Sand bringen. Und damit werde ich auf jeden Fall auch viel Zeit sparen. Ich bin im Sandburgenbauparadies angekommen, Leute. Hier gibt's alles. Das ist so, so ist das für mich da. Okay, hier habe ich auf jeden Fall schon meine Schaufel, aber die ist noch nicht so ganz optimal. Ich hoffe, ich finde noch eine bessere. Okay, Leute, ich muss mich entscheiden. Ich würde ganz gerne Shots trinken, aber ich glaube, ich muss meine Alkoholabhängigkeit heute mal ganz weit wegschieben. Nein, Spaß. Aber ich nehme die Flaggen. Hier ist sogar eine Gießkanne dabei und diesen Eimer und da wird, glaube ich, schon vieles dabei sein. Hier ist sogar eine Schaufel. Das ist, glaube ich, perfekt. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit in der falschen Abteilung bin, aber bis auf diese Schaufel habe ich noch nichts gefunden. Nicht mal einen Eimer. Meine ganze Tasche ist voll. Ey, ich bin gerade so hyped auf diese Sandburg, weil ich so viel cooles Equipment habe. Da sind sogar Seepferdchen-Ausstecher und so dabei. Das wird eine Sandburg. Die hat man noch nie so gesehen. Okay, ich frage mich gerade, wo Maurice ist, weil irgendwie habe ich ihn nicht an der Kasse gesehen, aber er ist auch nicht am Ausgang. Wo ist er? Und was hat er für einen Plan? Okay, ich habe jetzt erst diese ganzen Sachen gefunden. Ist echt schwer, sich zu entscheiden. Also ich habe jetzt hier so eine andere Schaufel, dann diesen Eimer, wo noch so ein paar kleine Dinge drin sind und das hier, das nehme ich so als Form. Halleluja, Alter. Wie lange kann ein Mensch brauchen? Ich habe so lange gebraucht, bis ich diese Abteilung gefunden habe. Also ich habe einfach nachgefragt. Zeig mal, was du hast. Hä, nee, du kriegst keine von meinen Förmchen. Let's go to the beach. Beach, let's go Sandbon bauen. Freunde, wir sind am Strand angekommen. Es ist irgendwie übel geiles Wetter. Ich weiß nicht, es ist übel windig, Leute. Also falls manchmal der Ton nicht so Bombe ist, sorry. Aber dafür können wir leider nicht. Hier habe ich meine Fläche. Und hier wirst du nicht hergucken, Maurice, okay? Du wirst dich hier nicht inspirieren lassen. Und da drüben ist Maurice' Fläche. Das bedeutet, wir haben beide unseren eigenen Arbeitsplatz, können ganz kreativ sein und allem freien Lauf lassen. Es ist jetzt 16.25 Uhr. Wir fangen um 9:30 an. Ich muss mich erst noch bereit machen. So, wir räumen jetzt unsere Sachen zusammen und dann kann's losgehen. Das ist mein gesamtes Equipment. Los geht's, Leute. Das sind meine Sachen. Ich werde mir erstmal eine Basis bauen. Darauf werde ich dann die Burg bauen. Also, Leute, ich habe nicht so den richtigen Plan. Ich werde einfach das machen, was mir Spaß macht. Denn bei Spaß kann immer was Gutes raus, Leute. Das müsst ihr euch merken. Ich mache jetzt erstmal das Fundament der Burg. Bis gleich. Okay, Leute, das ist mein Anfang. Also, das wird mein Graben. Und das wird die Mauer. Und da drin baue ich dann auch noch was. Mir fällt gerade auf, es ist schon echt lange her, als ich die letzte Sandburg gebaut habe. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Ich habe jetzt überall einfach so Eimerchen hingemacht. Aber das sieht irgendwie nach gar nichts aus und eigentlich muss es da ja irgendwie höher sein, oder? Also ich habe jetzt erstmal hier drei gemacht und ich versuche jetzt so einen fetten nochmal darauf zu machen. Aber das wird, glaube ich, schwer, weil die anderen dann kaputt gehen, oder? Oh mein Gott, ich bin überfordert! Okay, Leute, meine sieht eigentlich ganz gut aus schon. Da ist eben so ein kleiner Junge gekommen, der hat fast draufgetreten. Das wäre echt mein Ende. Ich zeige euch die mal. Leute, kompletter Einsturz, Mann. Da wollte ich hier noch einen dritten hinmachen, da ist einfach alles zusammengebrochen. Aber hier sieht schon richtig gut aus, oder? Hier habe ich so klein übereinander gebaut und hier ist ein Brunnen oder ein Sumpf oder ein Loch, wo drin ich Maurice vergraben werde. Weil wenn ich da so rüber sehe, sieht das mega professionell aus, was er da macht und richtig groß und krass. Das Ding ist, bei ihm sieht es so ein bisschen so aus, als würde er gar nicht so richtig vorankommen. Deswegen ist meine Taktik, dass ich hoffe, dass er ein bisschen die Zeit vergisst und am Ende einfach nur sein Fundament da stehen hat, aber keine Details, keine Deko. Ich aber da voll mit Deko stehe, deswegen beeile ich mich einfach, mache das alles ein bisschen schneller und vielleicht nicht so krass. Langsam nimmt es echt schon Form an. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich in der Mitte mache, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Ich sehe gerade eine halbe Stunde schon um, das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. So eine verdammte Kacke, Leute, Mann. Meine ganze Burg ist gerade zusammengestoßen, Mann. Und nur dieser Bereich sieht bisher okay aus. Hey Leute, meine ist gerade zusammengebrochen. Ich musste noch mal ein bisschen neu anfangen. So sieht es bisher aus. Aber wir haben auch nur noch 18 Minuten, also muss ich jetzt langsam dekorieren. Okay, Freunde, es nimmt langsam Form und Sand an. Ich habe sogar schon einen Schutzwall gebaut. Ich habe sogar so eine Alge angefasst, nur für diese dumme Sandburg. Und ich habe auf jeden Fall schon mal ein bisschen Deko für unser Wohnzimmer besorgt. Oh mein Gott, Maurice wird einfach voll gelabert von Kindern. Das ist mein Vorteil, jetzt muss ich die Zeit nutzen. Jesus Christ, ich war gerade noch mal vorne am Wasser, um Muscheln zu sammeln und vor allem auch, um die Muscheln in Maurice' Bereich wegzusammeln, damit er keine schönen Muscheln bekommt. Und dann habe ich einen Blick auf seine Sandburg geworfen und die sah voll krass aus. Mann, ich habe safe keine Chance. Ich muss jetzt nochmal richtig reinhauen. Wir haben nur noch 15 Minuten. Let's go. Guckt euch diese süßen Schildkröten an. Die haben sogar Augen und hier ist ein Weg und hier ist so ein schönes Muster und es ist halt voll das schöne Dorf. Und ich schaue mal auf die Uhr, wie lange wir noch haben. Okay, Leute, es ist schon 3 nach. Stopp, 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 stopp. Okay, Leute, die Zeit ist um. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe nicht mal richtig angefangen zu dekorieren. Richtig schade. Jetzt wird es echt schwer für mich zu gewinnen. Meine sieht so mini aus, ne? Wirklich. Aber sie ist cute. Wir werden gleich auf jeden Fall mal auf Instagram abstimmen lassen. Wir werden das so machen, dass wir sagen, dass wir gerade einfach hier am Strand welche gesehen haben. Weil sonst kann man sich schon denken, wer welche gemacht hat. Ihr seht das gleich. Ich hätte niemals gedacht, dass Sandbogenbauen so anstrengend ist. Ich bin null fertig geworden, leider. Das war genau meine Taktik. Ich habe mir so gedacht, Maurice nimmt sich ganz schön viel Zeit für seine Grundlage. Er schafft es nicht mehr zu dekorieren und deswegen habe ich mir auf die Deko gesetzt. Wollen wir deine mal angucken? Yes!
Also ich finde, deine ist echt krass geworden. Also lange nicht so aufwendig wie meine. Aber dadurch, dass sie dekoriert ist, wird es echt schwer für mich. So ein bisschen kindergartenhaft. Hätte jeder hingekriegt, aber cool dekoriert. Kindergartenhaft? Ja. Maurice, das ist Turtle Island, okay? Das ist ein australischer Stadtteil und Stadtstaat von Turtlehausen, ja? Und hier gibt's alles, was man braucht, so. Okay, gehen wir mal zu meiner rüber. Mann, ich finde deine viel krasser. Applaus schon mal von mir. Du hast es auch richtig gut gemacht. Ey, Maurice, deins ist eine richtige Burg. Bei mir ist einfach nur so Sand, weißt du? Aber deine ist schön dekoriert. Wir haben Maurice Sandburg noch einen kleinen Feinschliff gegeben. Jetzt ist es die krasseste Sandburg, die ich glaube ich jemals gesehen habe. Also mit der würdest du auf jeden Fall gewinnen. Ich bin gespannt, wie die Abstimmung gleich ausgeht. Gucken wir jetzt nach? Ja. Okay, ich habe das Ergebnis. Die erste Sandburg war deine. Ja. Und die zweite Sandburg war meine. Ja. Es gibt einen klaren Gewinner, würde ich sagen. Und das ist die Sandburg Nummer 2. Oh Mann. Herzlichen Glückwunsch. Ich will gar nicht gewinnen. Ich finde deine viel krasser. Jetzt ist deine nochmal viel besser. Ihr müsst natürlich auch mit abstimmen. Welche fandet ihr besser, Maurice oder meine? Also ich muss wirklich sagen, deine. Aber wir kommen jetzt endlich zum besten Teil des Videos. Die Zerstörung. Deine Sandbox zerstören wir nicht, aber meine können wir zerstören, oder? Wie du willst. Okay. Wir schneiden jetzt noch ein bisschen Lauchzwiebel. Wir essen jetzt gleich nur noch, dann chillen wir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ihr müsst diesen Channel abonnieren, weil dann seid ihr cool. Und das Video liken. Bis dann. Tschüss. Haut rein.